Herzlich willkommen zum Football Manager 2016. Beim letzten Mal haben wir die Testspiele abgeschlossen, sind im DFB-Pokal weitergekommen, ungefähr in Bremerhaven, und haben jetzt ganz schön viele Verletzte. Und zwar Saar und Stankovic, die beide noch eine ganze Weile ausfallen, eher 7 bis 8 Wochen, und Stankovic eigentlich die restliche Saison so gut wie, kann man sagen. Sehr, sehr bitter. Also ich habe jetzt Kirchner zu hochgezogen und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde vielleicht nicht unbedingt ihn wieder verpflichten. Das wäre ja mehr oder minder ein Panikkauf. Ich will nochmal in die zweite Mannschaft gucken und zur Not hole ich ja Dominik Peitz nochmal wieder. Was heißt das hier? Abwicklung, Vertragsverlängerung, okay. Dann werde ich Dominik Peitz dann nochmal, wenn es sein muss, in die erste Mannschaft hochziehen. Von seiner Verpflichtung hier Abstand nehmen. Das ist ja ein Panikkauf, den wir uns nicht leisten müssen. Steffen Friedrich wäre auch noch eine Idee. So. Peitz wird auch nur spielen, wenn sich wirklich noch jemand verletzt. Ansonsten nicht. Bei den Bayern wird es egal sein. Ich habe mir überlegt, wir werden vielleicht nicht hinten reinstellen. Ich habe gegen Bilbao überlegt, denn ja, wenn die Bayern dann einen Mann Führung gehen, wird es schwierig, das nochmal zu drehen und noch eine Chance darauf zu erspielen, das zu drehen. Wenn wir jetzt gleich von Anfang an offensiv spielen, können wir erst danach immer noch reinstimmen, falls es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, müssen wir zumindest nicht gleich große Wechsel vornehmen. Jascha Döring, habe ich für dich noch genug Ersatz im Mittelfeld? Eigentlich ja. Restvertrag 1 Jahr. Okay, das wollen sie nicht. Sie geben das, wenn ein akzeptables Angebot vorliegt. Dann starten wir jetzt endlich in die Bundesliga-Saison. Und ich war ja, meine Frau war ja mit dem HSV schon mal Trainerin in der Bundesliga, aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn man sein eigenes Team, was man von der dritten Liga an hochgezogen hat, wenn man damit dann in der ersten Liga anfangen darf, macht natürlich vielleicht nicht so viel Spaß, wenn wir bei den Bayern anfangen müssen. Edmond Nika. Du bist doch einer der Superleute, oder? Nee, bist du nicht. Aber wenn der ein bisschen nervenstärker wäre, hätte ich gesagt, ist okay, weil abschließen kann er. Schnell ist er auch. Es fehlt an vielen anderen Stellen. Ich will jetzt 2-2-3-3 spielen gegen die Bayern, was jetzt schon eingestellt ist. Dann gucken wir mal, was daraus wird. Danach gegen Mainz und gegen Leipzig rechne ich mir mehr Chancen aus, beziehungsweise da müssen wir dann auch mal punkten, denn ansonsten wird es wirklich übel. Starten die Saison mit einem Spiel gegen den amtierenden Champion Bayern München. Was halten Sie davon? Im Endeffekt müssen wir gegen jeden Gegner antreten, das Spiel ist keine Rolle, auf wen wir treffen. So, Fürth spielt gegen Mainz, das interessiert mich überhaupt nicht. Niemand erwartet, dass sie viel reißen werden. Ich denke wirklich, dass wir eine gute Chance auf eine erfolgreiche Saison haben. Florian Barr kehrt in seine alte Wirkungsstätte zurück. Ich hoffe doch sehr, dass Sie sich daran erinnern, was er für Sie geleistet hat. So. Nicht gerade den einfachsten Start, aber wie sie wissen, da werden sie Bestes sie geben und sehen, was passiert. So. Brusu ist wirklich ein guter Spieler. Dann schauen wir mal, welche Aufstellung ich mir jetzt überlegen werde. Ich habe noch
Da habe ich gesagt, Krakowski soll im Tor stehen. Erster Spieltag. Wir schauen natürlich auf erweitert gleich, auch wenn es vielleicht nicht so viel von meinem Team zu sehen gibt. Vielleicht mal gucken, wie die Defensive mit einem überragend starken Gegner klarkommt. Im Testspiel lief es meistens ganz gut, aber jetzt ist natürlich auswärts in der Liga. So, im Tor wird Markowski stehen. So möchte ich Mavididi, Nakamori und Owusu sehen. Also die letzte Saison gut gespielt haben. Ginczek sitzt erstmal auf der Bank. Trainierst du eigentlich den vertikalen Spielmacher? Ja, okay. So, das ist meine zentrale Besetzung. Langkamp, Bark, Petzos und Cavalli, genau, das ist die Aufstellung, mit der wir anfangen werden. Jens Kral auf der Bank. Kirchner, Kaufmann, Benatelli. Fangen wir Klein Heißler an. Statt Benatelli können wir eigentlich auch Yamada auf die Bank setzen. Bin ich mal gespannt. Also, ich hätte vor der Folge gesagt, eine Niederlage mit weniger als 3 Toren Unterschied wäre schon was Gutes, aber natürlich ist eine Niederlage nie gut, deswegen wenn ich überhaupt nicht enttäuscht sein will, dann sollten wir was holen. Nur, sag mal, dieses Spiel Auswärtsspiel an den Bayern, das ist das leichteste und schwerste Spiel der Saison zugleich. Schwer, weil man natürlich gegen den stärksten Gegner auswärts antritt und wahrscheinlich zermalmt wird. Leicht, weil man hat nichts zu verlieren. Den anderen wird es hier ähnlicher gehen. Schauen wir mal. Erster Spieltag. FC Bayern München gegen FC Energie Cottbus. Live in der ARD wahrscheinlich. Wenn die zu dem Zeitpunkt die Rechte noch hat. Gehe ich jetzt einfach mal aus. Man sieht, gegen wen wir hier spielen. Langkamp und Bark, das ist auch nicht so meine Top-Besetzung. Bereitet denen eine unangenehme Überraschung. Ich will nicht sagen, dass sie ohne Druck spielen können, denn das kann sonst ziemlich schlecht werden. Mal sehen, wie sie mit dem Druck klarkommen werden. Wie wirken sie noch? Sind sie alle entspannt? Ich glaube, gegen Sven Michel damals am Zweitliga-Aufstieg haben wir das erste Tor nach 30 Sekunden geschossen und nach 15 Sekunden. Glaube ich mich noch zu erinnern, da ging es sehr gut los. Und dann nach 2 Minuten oder so ist Jascha Döringer vom Feld geflogen. Oh nee. Heidewitzka. Wir liegen nach 36 Sekunden hin. Damit kann man schon sagen, ist das Spiel eigentlich gelaufen. Wenn die Bayern zu schnell ins Spiel kommen lassen, kann es ja auch schnell ein 6-7-0 geben. Oh. Krakowski, ey. Also der sah nicht unhaltbar aus.
ob der wirklich nicht unhaltbar war. Sah zumindest doof aus, so ein bisschen. Ein Standard, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten, noch Standardtore von den Bayern zu kaufen. Zweiter Ball, trotzdem. War, sah unglücklich aus, war jetzt kein Torwartfehler in dem Sinn. Oh. Langkamp hebt nicht den Arm, du Pfeife. Mann, ey. Jetzt müssen wir Schadensbegrenzung betreiben. Oder die Waldfee. Halimi erwischt heute. Vielleicht der junge Spieler Carsten Kirchner zu seinem ersten Einsatz. Zwölf Minuten, den ersten Wechsel muss ich vornehmen. Wir brauchen dringend mehr Leute hinten, die nehmen uns auseinander hier. Also auch schon wieder ganz unglücklich aus, was Rakowski da gemacht hat. Beruhige dich. Aber jetzt kann ich auch den Druck von ihm nehmen. Ist so schon vorbei. Und 50% Ballbesitz. Ich glaube man eigentlich gar nicht. Haben wir uns ein bisschen stabilisiert. Trotzdem sind da Lücken, die können gar nicht sein. Wieder nach einer Ecke, Leute. Och, hier sind wieder zwei Leute falsch eingeteilt. Das muss ich nach dem Spiel dringend verändern. So fehlen natürlich immer Leute, wenn die zu weit auch hier Pfosten stehen. Das müssen wir gleich mal aufschreiben. Ja, die stehen zu viert am Pfosten. Stehen natürlich immer Gegenspieler frei, das ist klar. Ja, war schrecklich, ja. Kann man nur so beschreiben. Wir haben Adana noch ein bisschen Spielzeit bekommen. Die Japanerquote bei 1/11. War es ein klarer Fehler von mir, hier so offensiv zu starten.
Zwei Tore nach Ecken. Natürlich gut, aber an sich. Muss ich mir das anfallen lassen. Natürlich gegen die Bayern ist es nie leicht. Wenn wir jetzt so defensiv gestanden hätten von Anfang an, hätten wir wahrscheinlich, würden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht führen. Vielleicht würde es nur 2-0 stehen. Muss ich mir unbedingt angucken, das kann man sich leisten, in jedem Spiel ein oder zwei Ecken zu kassieren. In jedem zweiten Spiel eine Ecke, das. Vielleicht schaffen wir es ja noch, uns ein paar Offensivaktionen rauszuspielen. In der defensiven Taktik ist es sowieso schwerer. Das ist heute zumindest eine Lehrstunde fürs Team. Boah. Fehler von De Vrij und Owusu nutzt die Chance nicht. Und zwingt mal Neuer zu einer Glanzparade. Und Petzos will auch nicht. Aber wir haben Ausrufezeichen gesetzt, dass wir zurück sind. Jetzt haben die Bayern noch einen Gang runtergeschalten. Der Großschlag hätten wir es vielleicht schon ein Tor verdient. Statt 4-0, wenn es 3-0 stehen würde, wäre es wahrscheinlich noch verdienter, aber ist auch nur ein quantitativer Unterschied, kein qualitativer, deswegen nicht wichtig. Vom Spiel sage ich noch, ich will mich nie aufregen, weil das nur, weil wir bei den Bayern eh verlieren und mittlerweile bin ich dann doch schon mal ganz schön angepisst. Lass doch nicht immer dich blocken, Cavani, du spielst zu langsam. Oh, Mavididi. Wollt ihr heute kein Tor schießen? Wen habe ich denn jetzt noch? Giannottas für Owusu. Und nochmal eine Ecke. Fast wieder gescheppert. Wie Netz Tonali als Stammspieler?
Nee, der ist reingekommen, ich wollte gerade sagen. Das war nochmal nötig, Hamada, oder? Mit Schlusspfiff nochmal eine gelb-rote Karte. 0-4. Man kann sagen, standesgemäß. Ja, wir müssen gegen Mainz verbessern. Ja. Wir haben verloren, wie zu erwarten war. Jetzt werde ich Spieler wieder ein bisschen bezahlen. Mal wie Didi. Heute nur eine Warnung, du bist sonst relativ wichtig. Naja, passiert. Sebastian Langkamp konnte die Fenster jetzt in Angriff nicht wirklich überzeugen. Ein Pflichtspiel. Ich glaube an Sebastian. So. Das war eine schwache Leistung. Er hat dem Team, hat dem Team Stabilität verliehen. Die zweite Halbzeit war wirklich gut. Lewandowski war fantastisch. Macht es fürs Team vielleicht erträglicher, wenn ich sage, der gegnerische Stürmer war auch super gewesen. Jetzt müssen wir es gegen Mainz besser machen und dann wenn wir da ein gutes Ergebnis erzielen, ist die Niederlage heute wieder vergessen. Denn in München werden noch viele andere Teams verlieren. Wie gesagt, letzte Saison 90 Punkte. Bevor ich es vergesse, ich habe solche Ecken verbessern mir aufgeschrieben. Das werden wir gleich mal machen. Fängt's wieder. Soll ich weitermachen? Vorhin noch 110.000, jetzt sind wir bei 30.000. Ein seiner Meinung nach akzeptables Angebot. Wir haben letztes Mal 110.000 abgelehnt. Und jetzt kommt ein Angebot von 55.000. Da glaubst du, dass das angemessen ist? Gehst mal mit einem großen Spieler decken. Nicht. Kleinen Spieler decken. Du gehst nämlich einen kleinen Spieler decken. Du gehst einen großen Spieler decken. Du deckst den kurzen Pfosten. Du deckst den langen Pfosten. Variante. Neu. Und auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite passt es soweit. Immer noch was. Nicht. Ich kann natürlich auch beim Defensivschema verschiedene Muster anwenden.
immer in derselben Formation stehen. Die Ringer, die alte Heususe. Auch wie damals Plundke über so einen Talentsichtungstag zu uns gekommen. Sein allererstes Ligaspiel für mich, gleich vom Platz geflogen. Jawohl. Zweite Mannschaft hat gewonnen. Da es nur gegen den Abstieg geht, ist das schon ganz gut. Nach dem 2-0 in Magdeburg, nach der Niederlage, jetzt mit dem 2-1 zurückzukommen. Ich mag zwar die zweite Mannschaft nicht in der dritten Liga, also gar keine. Auch meine eigene würde ich da nicht wollen. Aber da die anderen sonst auch dabei sind, also da sie nicht verboten sind und wenn wir nicht aufgestiegen wären, hätte Schalke zweite Mannschaft getan, dann natürlich lieber unsere. Ich immer selbst am nächsten. Wenn sie dich für 75.000 nicht haben wollen, dann bleibst du hier. Mainz hat beide Aufsteiger zu Beginn, erst Fürth, jetzt mich. Gutes Zeichen, dass du gut starten kannst. Ich werde dafür sorgen, dass sie es nicht machen. Wie sind denn die Taktiken eingespielt? Das ist mittlerweile gut. Das ist noch besser. Das ist auch, ist im Mittelweg zwischen den beiden, okay. Elfte Woche der zweiten Bundesliga, das ist mir aber eigentlich egal. Manu Neuer, 11 der Woche, der hat doch ein oder zwei Bälle gehalten. Da musst du dir doch gar nicht machen. Den Tabellenletzter nach dem ersten Spieltag.
Zeit, dass wir das jetzt gegen Mainz korrigieren. Sagt die Zeit. Schauen uns erstmal auf erweitert. Also ab dann dem Leipzig-Spiel schauen wir dann nur noch Schlüssel sehen. Wir schauen nicht jedes Spiel auf erweitert. Also vielleicht, wenn ich sage, das Spiel will ich jetzt nochmal sehen, das ist ein kracher Spiel, weil der 5. gegen den 4. spielt oder was weiß ich. Oder bei uns eher der 15. gegen den 16. Mein Gott, it's Friday, Auslosung, zweite Runde DFB-Pokal. Gucken, ob wir einen Gegner kriegen, wo wir eventuell die dritte Runde erreichen können oder ob wir jetzt ein Auswärtsspiel in Dortmund vielleicht bekommen. Damals sind wir, glaube ich, in der zweiten Runde, in der zweiten Saison in Köln ausgeschieden, in der Verlängerung, als ich mein B-Team aufgestellt habe. Da, glaube ich, Döringer und Matuschka mit den Toren. Und dann in der Verlängerung hat Köln uns halt kaputt gemacht. Ein Kommentar. Hier, die Bayern schießen nur eins in Bremen. Auswärtsspiel in Braunschweig. Na gut, das ist jetzt. Es gibt schon leichtere Lose, aber das sollte machbar sein. Wir brauchen das Geld. Erstes Heimspiel gegen Mainz. Jetzt ist er, glaube ich, 7. oder 8. geworden. Ja, wir müssen eigentlich als Ziel uns den Sieg setzen, denn wir wollen ja jetzt irgendwann mal anfangen zu punkten, denn wenn wir unten richtig reinrutschen, wird es schwierig. Ich will das 2-2-3-3 noch mal sehen. Ich glaube schon mal gegen Leipzig im 4-4-2 von letzter Saison. Ich meine, das ist natürlich das 2-2-3-3 als Abstiegskandidat, außer dass bei den Bayern nicht funktioniert hat, war es kein taktisches Versagen, sondern es lag dann eher am Trainer. Oder halt in der Natur der Sache. Dann will ich auch Rakowski noch mal sehen. Der Maler hat sich freigenommen. Gebt mal die Chance, es wieder gut zu machen. Ja, machen wir es so rum.
Obwohl, Alimi wurde zeitig ausgewechselt und jetzt wird Klein Heißler draußen bleiben. Wir sind bestimmt wieder Außenseiter, weil wir es immer sind als Aufsteiger. Heißler bekommt nur eine Pause. Mal wie die vorne kommt nochmal die Chance. Obuso sitzt draußen und Nakamori auch. Schauen wir mal. Eckenzuteilung müsste heute aber wieder stimmen. Ja, das passt. Das ist eine typische Standardeinstellung. Cavalli wieder dumm den Ball verloren. Zum Glück nimmt Baumgartlinger Pflücke den Ball weg. Oh, Patrick Pflücke. Mein Lieblingsspieler aus dem anderen Safe. Hatte ich Glück auf links und Passlag auf rechts, war meine Flügelzange. Das habe ich schon mal erzählt. War super Ball. Ja, der Natira natürlich überhastet. Cavalli, wenn von dem mal eine Flanke ankommt, Shepherds meistens, aber die kommen halt nie an. So, Alimile gegen seinen Ex-Fan. Ginchek, Tor! Oh, wie er das Ding nimmt! Unglaublich! Versucht Direktschüsse und schießt kraftvoll. Das war die Verbindung von beiden, führt gerade zum 1:0. Hier war eigentlich das Tempo schon raus. Mit der Hacke. Petzos flankt einfach mal. Ginchek löst sich und schießt das Ding Volley ins Tor. Perfekt. Daniel Ginchek. Die Bayern musste ja noch komplett zuschauen. Und Cavalli, bitte nicht wieder dribbeln. Das geht doch wieder in die Hose. Querlegen. Oh, Mavi Didi legt perfekt quer und Ginzig ist schon wieder da. Perfekt gespielt. Also ich halte jetzt natürlich nicht auf die defensive Taktik um, noch nicht. Erstens sind wir gut im Lauf und zweitens sind das 16 Minuten rum. Oh, Mavi Didi, er sieht das perfekt und Ginzig macht ihn erneut. Lass ihn doch nicht laufen. Schade. Petzl ist halt allgemein ein ziemlicher Aktivposten. Boah, da haben die Abstände überhaupt nicht gepasst. Boah, wichtig, Rakowski. Tackling. Oh, Ballverlust, dumm. Oh, sehr schön. Kriegst du noch? Zurück auf Petzos. Oder so, noch besser. Und Querling. Oh, Mavi Didi. Ja, Mavi Didi.
Glück. Das hätte sonst ein anhaltender Fluch werden können, wenn er den jetzt auch vergeigt hätte. Das schon, ihr schießt da. Wenn Cavalli sieht das nochmal gut. Den ersten versiebt er noch. Dann macht er halt den zweiten. Perfekt. Das ist mir auch eiskalt. Viermal aufs Tor geschossen. Das eine war ja der erste Schuss von Mavididi, der gehalten wurde. Ansonsten war jeder Schuss drin. Wir lassen so gut wie nichts zu. Nedelev übrigens auch mal bei Mainz gewesen. Und 4-0. Eigentor, oder? Ne, es zählt wieder an die Ginzek. 4-0. Das ist noch nicht mal Halbzeit. Ne, nicht mal abgefälscht, einfach mit dem Knie. Ginzek will heute schon seine Ablösesumme wieder reinholen. So, bitte nicht selbstzufrieden werden. Kann ich mir sonst nichts sagen. Jetzt stellen wir Verteidigen um. Ginczek hat schon gelb. Den nehme ich jetzt mal raus. Bringe mal Fabio Kaufmann. Und Cavalli spielt jetzt mal als Innenverteidiger. Aber Peitz will ich jetzt nicht bringen. Ginczek hat genug gemacht heute. Jetzt will ich mal in erweitert sehen, wie das jetzt funktioniert, das zu verteidigen. Jetzt müssen wir nicht nach 1-0 zittern, sondern wir können 4 Tore forschen, müssen wir verteidigen. Das ist vielleicht im Bereich des Möglichen. Ich weiß auch nicht, ob Mainz jetzt alles nach vorne werfen muss, sind auch 4 Tore. Das ist eigentlich eine Nummer, die du nicht aufholst in ja, 9 von 10 Fällen, eigentlich in 39 von 40 Fällen. Die Bayern, da sind auch alle 4 Tore in der ersten Halbzeit gefallen. Was meinst du, dass ich jetzt mehr macht? Das ist klar. Schließlich stehen wir jetzt nur noch ziemlich tief hinten drin. Oh, Husu, du warst, war doch schon drin. Aber wir spielen jetzt ganz locker runter. Vielleicht hätten wir sogar, wenn wir auf normal Offensive weitergespielt hätten, noch mehr Tore geschossen. Ich laufe dann Gefahr, dass wir zwei schnelle Tore kassieren und dann kommt Mainz nochmal ins Spiel. Dann haben wir die ersten 3 Punkte. Da habe ich direkt das 0-4 mit einem 4-0 korrigiert. Das ist auch sehr, sehr geil. Oder 4-1, je nachdem, was noch passiert. 4-0, perfekt. Erster Saisonsieg. Jetzt sind wir bei 3 Punkten angelangt. Gut gemacht, Männer. Kann man wirklich nicht klagen.
Leistung durchweg gut. An die Ginzek, ich meine, dass der Tore schießen kann, das hat er schon jahrelang mal gezeigt. Meistens ist er halt verletzt. Wer bist du? Der nigerianische Nationaltrainer war da. Der hat von Cavalli auch eine Leistung gesehen, die überragend war. Ginczek, es war enorm wichtig für ihn. Ein schönes Gefühl, wenn es so läuft. Dani Ginczek war heute der beste Mann. Petzos war auch fehlerfrei. Hui! Aus 0 zu 4 macht 4 zu 0. Kann man mal so nehmen. Vor allem top herausgespielte Tore. Nicht einfach nur Tore, sondern die waren auch wunderschön herausgespielt. Dazu so gut wie nichts zugelassen. Vorm Tor effektiv eiskalt gewesen. Oh, 0-0 ist okay. Und für die zweite Mannschaft. Ihre Punkte vor allen Dingen zu Hause holen. Wie oft spielt eigentlich der Peitz in der zweiten mittlerweile? Spielt er noch? Nö. Wir sind Achter nach dem zweiten Spieltag. Transfers sind keine mehr geplant. Kader ist so wie er ist perfekt. Also jetzt werden wir gegen Leipzig natürlich das System behalten. Das 2-2-3-3, das hat sich jetzt erstmal bewährt. Nicht schon wieder umstellen. Ginczek ist Spieler der Woche geworden. Sehr schön. Jetzt haben wir noch in der Folge das dämliche, den letzten Transfertag, aber den haben wir erst in der nächsten Folge, denn das Leipzig-Spiel, wir machen jetzt bis vor das Leipzig-Spiel, dann fangen wir nächstes Mal gleich mit dem Knaller wieder an. Und dann werden wir sehen, ob das 4-0 von München oder das 4-0 von Mainz länger oder besser nachhalt. Ich hoffe ja eher letzteres. Und ein Heimspiel gegen Leipzig. Ich glaube, der Nach-Testspiel gegen Halle in der FC. Genau, und dann auswärts auf Schalke. Dann zu Hause gegen Leverkusen, das sind nur auch nicht unbedingt Spiele, wo ich sage, da gewinnen wir locker flockig. Petzos spielt nicht für Griechenland. Kann er mehr in der Trainingswoche bei mir dabei machen und mitmachen und seine linke Flügelverteidigerposition noch mehr verbessern. Meine zweite Mannschaft spielt jetzt bei Dynamo Dresden. Zu Hause gegen Dynamo Dresden ist auch ein bisschen Derby-Feeling. Zumal die Fans genau am Freitag dahin gehen und Sonntag gegen Leipzig zu mir kommen. In Halle, das ist nächste Woche, vielleicht nächste Folge, vielleicht wieder so ein Testspiel, was ich mir gar nicht anschauen werde, je nachdem wie viele Spieler da sind, wie viel Lust ich drauf habe. Ob ich wieder irgendwas testen will. Vielleicht lasse ich da aber auch das 4-4-2 nochmal spielen. Auf Schalke werden wir wahrscheinlich so wie in München nicht anfangen, sondern gleich mit der defensiven Ausrichtung. Lass mal gucken, wenn wir gegen Leipzig jetzt verlieren, sind wir vielleicht auf Schalke und gegen Leverkusen schon mehr unter Druck, denn 3 Punkte nach 5 Spielen wären dann wirklich sehr wenig. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl gegen Leipzig, weil es lief in den Testspielen gegen Leipzig sehr gut. Auch dieses Pokalfinale hier 2-1, All Hail Cloud Saving Cup. Und
ich habe ein gutes Gefühl, weil ja, es lief immer relativ gut und auch offensiv sind wir gut dabei. Wir haben Top-Selbstvertrauen nach dem Spiel gegen Mainz, so 2:3 in der 89. verloren gegen Dynamo, das ist bitter. Dynamo ist ja mit weißer Weste. Rekordzuschauereinnahmen, wie viele sind denn gekommen? 5.000, das ist auch okay. Für ein Drittligaspiel durchschnittlich, aber es ist halt eine zweite Mannschaft. So, jeder weiß, dass wir weiterhin hart arbeiten müssen. Als ich 14 war, haben die bestimmt nur einen Punkt. Dann haben wir verloren gegen Bremen einen Punkt geholt. Wenn die Bayern sogar einen Viert gepatzt haben. Schlechte Trainings-Sessions. Und Demme scheint langsam wieder fit zu werden. Oder ist wieder fit? Da macht Kirchner weitere Fortschritte. Irgendwas ändern? Ich glaube nicht. Dass ich Demme mal spielen lasse. Benatelli nimmt mir nur die Auswechselplätze weg. So werden wir jetzt mal spielen. Also in der nächsten Folge dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Der Start 2x4-0. Einmal für uns, einmal gegen uns. 3 Punkte aus 2 Spielen. Beim nächsten Mal geht es hoffentlich erfolgreich weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.